Da steht in der stillen Straße Nummer 10 in Pankow eine Villa, ein Seniorenclub, wie die Bewohner selbst sagen. Und der soll weg, sagt die Bezirksverwaltung. Und was machen die Oldies? Besetzen. Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Das bleibt unser Haus. Wir ziehen hier nicht aus. Der Albtraum wird für immer mehr Menschen zur realen Bedrohung. Steigende Mieten und Vertreibung aus dem Kiez. Auch Frau Cengiz blüht das. Ein 30-jähriges Berufsleben liegt hinter ihr. Sie ist schwer behindert und zog vor 7 Jahren nach langer Suche und einer 2-jährigen Behörden-Odyssee in eine behindertengerechte Wohnung. Der Eigentümer, die Falster Vermögensverwaltung AG, hat bis auf 3 Wohnungen den ehemaligen Sozialbau entmietet und verkauft nun Eigentumswohnungen. Die meisten Mieter haben den Kampf aufgegeben. Diese Wohnungen am Maybachufer werden jetzt teuer verkauft. Frau Cengiz, die im Mietrückstand war, erhielt die Kündigung mit erstaunlichen Begründungen. Hier die Ecke, diese Stelle, hat mir nicht gemietet, gehört mir nicht. Ach, das Fensterbrett hast du nicht gemietet? Nein, da hat gesagt, diese Kissen muss weg, das muss weg, sagte das fristlose Kündigung. Grund, Schändigung, die Wohnung, Preisminderung umgekehrt. Geschadet und deswegen die Preise geht runter, Verkauf. Bitte? Die gehbehinderte Frau Cengiz kauft ihre Lebensmittel frisch auf dem Markt am Maybachufer, direkt vor ihrer Haustür. Sie möchte nicht weg aus ihrem geliebten Kiez. Wo soll ich wieder das sowas finden? Da habe ich ja Jahre gebraucht, diese Vertrauen zu hier zu schaffen. 50 Jahre Arbeit ist das. Was muss ich machen? Achso, hier muss ich verdunkeln. Sonst Tiere. Ben, gidiyorum ben. Oldu mu evde oturun? Was hast du gesagt? Soll brav sein. Ich habe gesagt, ich soll aufpassen. Achso. Die Hunde, die Kaninchen nicht fressen. Wir sind aus Kreuzberg, das ist Frau Cengiz. Wir wünschen Ihnen auch, dass Sie so viel Kraft und Mut haben, weiterzukämpfen und dass Sie auch vielleicht, nicht vielleicht, sondern richtig tollen Erfolg haben. Das wünschen wir Ihnen ganz herzlich. Ich wünsche euch wirklich von Herzen euch auch. Ich schreibe nicht, aber ich lese immer. Ich bin Herzen immer mit euch dabei. Das ist nett, ne? Ja. Und wir mit Ihnen und wir werden gemeinsam diese Sachen durchstehen. Ja, hoffentlich. Ja. Das bleibt unser Haus. Wir ziehen hier nicht aus. Wir liegen hier vor Anker. Wir sind die Pankow-Anker und fahren jetzt mit Krallen aus. Wir wollen es durchhalten, bis wir was Positives erreicht haben. Und ich hoffe auch, dass wir es schaffen und können. Wir geben uns jedenfalls alle Mühe, dass nicht einer zusammenklappt. Eine rebellische Vergangenheit hat hier keiner. Sie alle wollen nur ihr zweites Zuhause erhalten. Seit März wissen sie, dass ihr Club vor dem Aus steht. Besichtet sieht nicht gut aus. Wunderbar, toll. Hey, nicht abmachen. Warte mal, abmachen. Wir müssen Fotos machen. Warte mal, Augenblick und Fotoshooting, ja. Wenn er nochmal schüttelt, aber dann mit Heidi. Okay. Einer geht noch. Hier auch was Schönes. Na klar. Okay. Hier besser. Ja, naja, das ist jetzt erstmal für Kaninchen. Ach so. Ach so, das ist... Ja. Oh, ach so, das ist hier. Ich bin's nicht. Schade, ne? Ja, nur die Baum. Schade, nur der Baum. Genau. Na dann, ich glaube, wir nehmen Abschied. Na dann, ich möchte auch euch mal uns sehen, ne? Ja. Bleibt gesund und so humorvoll. Tschüss. Ja. Ich nehme jetzt.
einfach. Wir müssen jetzt ja erstmal hier bleiben und sehen, was überhaupt wird. Hoffentlich mit euch mal hier bleiben. Das ist verdient. Ja. Ich wünsche mir auch meine Wohnung bleiben, aber. Ja. Null Chance habe ich. Ich kämpfe trotzdem. Ne? Ja, die Senat will ja so. Ja, der Senat will viel. Senat hat. Ja. Wir haben schon festgestellt, dass der Senat dahinter steckt. Ja. Und Sie halten noch durch? Ja, wir halten hier noch durch. Wir müssen ja jetzt den 29. den ist der BVV abwarten. Und dann sehen wir weiter, was wird. Alles, alles Gute. Ja, ja euch auch. Danke, war nett da. Und ja, Mensch, wir drücken die Daumen. Das ist, ich finde es, ja, ich finde es unmöglich, wie man damit mit so Leuten umgeht. Tschüss. 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 Das eigene ist sehr gut. Es war das erste Mal, es ist immer so, es Beklemmung ist immer da. Erstmal immer jede tastet die andere. Wie ist das? Und außerdem, sie haben ja weniger Kontakt mit so einer muslimischen Frau. Das ist noch besonders, sie sind vorsichtig. Ne? Aber ist doch schön irgendwie. Ja, doch. Ja, weißt doch. Du, so ganz unterschiedliche Leute, ne? Ja. Junge, alte, Kreuzberger, dann diese Pankower hier irgendwie. Ich finde es super, dass sich das alles so mischt jetzt. Und wenn die Jünger mal so paaren, aber die kleinen Menschen haben ja keine Stimme, hä? Ja, ne? Meine Wohnung, wenn nicht frei ist, so ähnliches. Am Montag entscheidet das Landgericht über die Berufung. Ansonsten droht ihr die Zwangsräumung. Wütend und wie traurig und wie ich hintergangen bin. Ne? Weil ich habe auch bis in damaliger Zeit ganz depressiv, ich habe kaum Kontakt gehabt. Ich habe einfach meine Gefühle immer geschrieben und geklebt, geschrieben und geklebt. Aber Sie haben ja auch auf der Kundgebung gesagt, das hat Ihnen ja auch geholfen, aus dieser Depression wieder rauszukommen. Ne? Das fand ich total schön, diesen... Das ist wahr. Ich habe gesagt, ob du bist oder nicht bist, dann musst du mitmachen, du musst mitmarschieren. Du hast keine andere Wahl, ne? Wohnung umzuwandeln. Es gab damals... Ich werde die Fassungsvermögen besonders Herr Thaler bedanken mit seiner, wie heißt das, dieses Wort, Intrige, hat mir sehr gut geholfen. Durch seine Intrige, ich habe meine Depressionen überwunden, ich habe so viele Freunde gewonnen. Danke. Es ist ja nicht nur so, dass nur hier ein Einzelfall ist. Die Verdrängung und Vertreibung von Leuten, die schon ewig in ihrem Kiez wohnen, die in den Kiezen verankert sind, die ihre Nachbarn haben, die sich verlassen können, die ihnen zur Not helfen, das ist ja ein großes, massenweises Phänomen. Und wie Nuri auch schon gesagt hat, es hat aber auch was Gutes. Wir lernen uns kennen, wir sind solidarisch miteinander, wir kämpfen miteinander und wir werden es stoppen. Leg nur die Stirn in ernste Falten, schreckt auf im Bette ungehalten und scheuert euch die Augen wach. Auf die unerwünschte Störung. Reißt Fenster auf und schreit Empörung. Wir geben nicht nach. Setzt euch nur auf die Geldkassette, dass Gott die arme Seele rette. Aus Not, Gefahr und Ungemach. Und ruft nach euren guten Geistern, nach Polizei und Kerkermeistern. Wir geben nicht nach.